Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Mythic Plus Kistenöffnungsvideo basteln. Und dazu war ich letzte Woche wieder fleißig und bin, was war ich denn? Ich war ein 14er Key, also müsste ich auch ein bisschen Titanenresidium rausbekommen. Und ich hoffe mal, dass ich einen guten Ring mit Sockel bekomme. Den kann ich nämlich nur ganz gut brauchen. Mastery Tempo, Mastery Versa Tempo, irgendwie sowas. Oh, war ja, ich habe einen Gürtel gekriegt. Aber er ist Tempo Versa. Jetzt muss ich mal gucken, ob der besser ist als den anderen, den ich habe. Nee, ich habe halt den 445 Mastery Versa, der ist besser. Schade. Schade, schade. Der ist nicht schlecht, aber der ist leider nicht besser als den, den ich habe. Nee, in den Rücken habe ich nicht gekriegt, da habe ich auch schon ein Ding. Also, das ist halt Kacke. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie die 10. Woche gefühlt, wo ich nichts aus der Weekly Chest rauskriege. Aber jetzt hätte ich theoretisch wieder ein bisschen Titanresidium. 63.000. Und da muss ich mal gucken, ob ich mir das jetzt ab sofort spare. Oder ob ich mir da noch ein Teil hole. Weil ich habe jetzt, mittlerweile habe ich ziemlich viele T-Teile auf, oder diese Set-Teile quasi auf jedem Slot. Beziehungsweise ich habe ja noch mehr auf der Bank. Und soweit habe ich jetzt alle, die ich haben wollte. Ich glaube, es gibt vielleicht noch ein, zwei andere Konstellationen, die nicht schlecht wären. Ihr seht, ich habe hier noch mehr rumflacken. Es gibt nur ein, zwei andere Konstellationen, aber da muss ich mal noch gucken, ob da noch was Sinniges dabei ist. Für Ashara ist, glaube ich, da tatsächlich nichts mehr. Deswegen, ja, vielleicht Pulis erstmal oder ich muss noch mal gucken. Ja, PvP habe ich nicht gemacht letzte Woche, sprich, da gibt es keine Kiste. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgekriegt habt. Bei mir war es, wie ihr gesehen habt, mal leider wieder nix. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.